Jetzt siehst du es. Was soll ich sehen? This is Radio Free Oregon. Ernsthaft? She'll set you free. It's with a heavy heart that I report 6 deaths and 2 injuries from my camp this week. Not from the usual shit. No. It was those damn black choppers. Let me tell you. Everything I've been warning you about is absolutely coming true. Heard those choppers touch down and wiped out an entire group of men and women who were screaming and begging for mercy. Citizens of this country. And they cut them down. My men returned fire, but... Shit! This won't be the last we hear of them either. They're hunting us down. Those of us who dare to survive and mess with their plans, they're killing us off so they can finally emerge from their gopher holes. Stay vigilant, people, and keep your eyes on the sky. This is Mark Copeland for Radio Free Oregon. Don't believe the lies. Ja, das sind die Neurotypen. Adam Finn, Starkbier-Etikett. Ja, interessant. Okay, wir sind hier wieder. Da, wo wir die befreit haben. Okay, aber ist auch gut so. Wir brauchen Ausrüstung. Und hier sollte noch so einiges sein. Ein Lappen. Ja, die Neurotypen, die machen alles. So, damit sie ihre Pläne ausführen können. Haben wir auch schon gesehen, dass sie Überlebende erledigt haben. Hier ist noch so viel Zeug. Schön. So. Ist hier noch etwas? War das hier? Nee. Draußen alles, okay. Alles ist draußen. So. Na toll, da ist ja noch einer. Da ist ja noch einer. Ganz toll. So, wir brauchen Zeug. Müssen looten. Na schön. Aber stehen vorher noch, Fettigkeit. Wir sind immer noch hier dran. Stimmt. Armbrustbolzen da, nee. Beim Sprinten nachladen. Perfekt. Ist perfekt gegen die Horde. Ich bin außer Kontrolle. Ja, das stimmt. So, wir werden immer stärker. Nachladezeit? Okay, das ist auch nice. Und Präzision, bitte. Präzision, genau. Das ist ein schwieriges Wort. Dann kommen die zwei als nächstes. Und dann nicht mehr lange. Bis wir... das Ding da haben. Munitionskapazität. Das wird schön. So. Dann können wir mehr Munition mitnehmen und mehr rumballern. So. Okay, dann kann ich hier mal herstellen. Einmal da, einmal da. So, schön verbrauchen. Gut. Haben wir so einiges. Da können wir noch was herstellen. Gut. Hier ist alles voll. Da kann ich noch einmal reparieren oder auch nicht. Stimmt. Habe noch keinen Schrott gesammelt. Aber das haben wir gleich. So, komm schon. Gut. So. Nun nachher mal nachschauen, was wir jetzt für eine Mission haben. Was haben wir hier für eine Mission? Besuche Buso. Okay, alles klar. Mal schauen, wie es ihm geht. Hier ist leider nichts mehr. Immer noch nicht. Okay, mal schauen, wie es ihm geht. Ja, dann hoffe ich mal, dass die einen neuen Auftrag für uns haben. Denn wir brauchen das Vertrauen, verdammt. Und es dauert auch noch so ewig, weil die kaum Jobs haben. So, brauchen 100 Jahre, bis sie mal einen Job haben und es uns anbieten. Und dann nochmal 100 Jahre bis zum nächsten. Ist echt ein Scheiß. So, Klopapier, ja geil. Haben die Elex als Vorbild genommen. Richtig schön. Das brauchen wir, das brauchen wir. Okay, so langsam sind wir wieder gerüstet. So langsam.
Gut. Ja, dann sind wir hier fertig. Dann sind wir hier fertig. Wir können gehen. So. Die vorher noch töten. Und tschüss. Schnauze. Das kann ich mitnehmen. Ach, das kann ich jetzt mitnehmen. Ach, stimmt, dass die Bombe braucht. Ja, stimmt. Habe ich wieder vergessen. Dann können wir das jetzt doch mitnehmen. So, dann komm mal mit. Gut. So. Besser, wir nehmen es jetzt mit. Und nicht später. Und okay, das ist das hier. Na gut, gehen wir. Schnell weg hier. Da vorne ist noch einer gespawnt. Ganz toll. Du siehst mich nicht. Du hast mich nicht gesehen. Ja, da ist einer. Bist du ein Bleacher? Oder was bist du für einer? Ein ganz normaler. Okay. Ja, die Bleacher würde ich gerne mal sehen. Das war ein Bleacher, okay. Moment mal. Die hat man doch schon vorher gesehen. Stimmt, das sind die, die so viel aushalten. Und trotzdem noch auf einen zustürmen. Die hatten wir doch schon die ganze Zeit. Aber es war bis jetzt unentdeckt. Ernsthaft. Wow. Okay, toll. 51%. Naja. So, gehen wir Busa besuchen. Vorher noch speichern. Stopp, bleib stehen. So. Gut. Mal schauen, wie es ihm geht. Was die Blutvergiftung macht. Ich hoffe, die ist weg. Das Fragezeichen. Okay, in diese Richtung. Mal schauen, ob das wieder kommt. Mal schauen, ob das wieder kommt. So, Sekunde. Was denn hier passiert? Oh, was denn hier los? Da hat der einer ein Lager. Interessant. Und tschüss. Tschüss. So, mach's gut. Oh. Moment, war das unser Lager hier? Das könnte unser Lager sein. Ach. Okay, das wäre möglich. Aber hier waren wir ja, stimmt. Und dann sind wir da hingegangen. Okay, aber wer ist denn da gestorben? Wir hatten da unseren Platz eingenommen. Na egal. Ist unwichtig. Hey, was geht ab? So, habt den Auftrag für uns, das wäre schön. Wir brauchen Aufträge. Vor allem hier brauchen wir das. So. Okay. Das war knapp. Was hätte ich jetzt hier einen Unfall gebaut? Das wäre sehr peinlich gewesen. Natürlich erstmal wieder warten. Natürlich. Besuchszeit ist um. Müssen warten, bis sie wieder geöffnet haben. Came by to see how the lazy bastard's doing. How you doing, Booze Man? Are you tired of laying around yet? Boozer. Hey, you can't be in here, come on, Deacon. Come on. Hey, come what's on, going Deacon. On? How's he doing? He needs his rest. Don't mess around with me, Addy. I asked you, how is he doing? I'm good. I'm good. Not good. Damn, it's cold. The anti- They're not enough. Never enough. No, wait a second. You said that I said that we would try. Look, all we can do is wait. Okay. All right. Deacon. No, Deacon. There's, you know Deacon. What? There's Deacon. Something I can do Deacon. About this. Stop. I can get. Stop! What? I know you want to smash something. I see that look yes. in your eyes, but you know what? You go right ahead, but you do it out there. Daddy. Go. I can. Look. There is nothing else you can do. Okay, just get it. Please.
Just go home. Go home, Deacon. Deacon. Na, wir können nur hoffen. Ah, shit. So, you gonna make it? Yeah, Schizo, he'll be fine. He needs a few days. Come with me to the lodge. I want to show you something. I got shit to do. I'm sticking my neck out here. Trust me. You're gonna want to see this. Just listen. A couple of months back, this drifter comes into camp, telling all kind of crazy stories. Said he worked at the airport, was on the ground back in Farewell when shit went down. One night, they were expecting a flight in from Portland, only it never shows up. The plane was doing a haul for the Red Cross. The Red Cross? Yeah. You getting what it? What was I doing? Medicine, doctor sick. Shit, cargo hold full of it. Maybe even some of those whatever the fucks. Antibiotics. Yeah. Shit like that. Just like that. No. Where? Hey, keep your voice down, will you? Let's talk inside. Okay, und wie lange ist das her? So this drifter, he's working in the control tower when the plane disappears off the radar. Poof. Now you see it, now you don't. Right about here. South of Mount Washington. That's what he said. It came down intact. A controlled crash or whatever. Guy's got to listen to the pilot bleeding out from a broken pelvis on the ground. Okay, so you haven't sent anyone to find this? Nope. Why not? Because the old man won't have it. Iron Mike, what the... Oh, right. Rippers. You catch on quick. Everything west of the Iron Ridge here belongs to Carlos and his merry band of bald-headed freak-alikes. Shit. So you go over there and you get caught, you head north, brother. Otherwise, Iron Mike's treaty with Rest in Peace goes... Okay, no, I get it. Let me ask you a question. Why are you telling me this? Oh, wait a minute. First off, I'm not telling you shit. You remember that? Second off, you're a goddamn drifter. What am I supposed to do? Follow you around like I'm your little bitch, keep your ass out of trouble? All right. I have things to do. I get it. You're just a regular stand-up guy, right, Schizo? Just trying to stay alive. Like everybody else. Hey. You do what you gotta do. At the end of the day, that's all we got. Do you know what I'm saying? I know what you're saying, Schizo. Keep your radio close. I'll be in touch. Mhm. Keine neue Hoffnung. Ja, und scheiß auf die Ripper. Gehen wieder hoch, machen alle platt. Dann, ja. Okay, Iron Mike. Der hat wirklich einen Vertrag mit denen. Mit diesen Spinnern. Okay. Na gut, aber wir gehören nicht zum Camp. Das heißt, wir können tun und lassen, was wir wollen. Wir können auch sie angreifen und wir haben eh was Persönliches zu klären. Und das werden wir auch tun. Okay. Und deswegen hat er auch uns das gesagt und dahin geschickt. Genau deswegen. Weil wir nicht zum Camp gehören. So. Und ja. Yeah, Schizo, we can always count on you. Shit, now what? Anything's better than standing around this shithole. Ja, stimmt. Und abzuwarten und hoffen, dass es Buso besser geht. Wir holen diese Medikamente. Denn diese Spinner können damit nicht umgehen. Das ist echte Verschwendung. Okay, der Iron Mike ist echt ein Idiot. Gut, aber ich schätze mal, vielleicht hat er das nur gemacht. Wo ist denn hier das Ding? Um seine Leute zu schützen. Vor denen. Ist da eine Aufgabe? Oder was ist hier? Warum wird das jetzt hier nicht angezeigt? Ich will dahin, ich will die platt machen, diese Scheißtypen. Ich will die töten. Come on, don't get in my way. Kein Job verfügbar.
Ciao, lass mich gehen. Haben nichts zu tun hier. Okay, und wie viel gibst du hier ein? Bleachauer? Der Bleachauer. Hey, I saw Boozer the other day. Your friend, right? Man, that's pretty messed up what happened to him. Yeah, yeah, it is. Heard it was Rippers. Is that true? That did it to him, I mean. Yeah, it was Rippers. Look, can we just... Can we not talk about it? Yep. Na, ich hab eh zu tun. So, frag wen anders. Okay, und was jetzt? Müssen wieder abwarten. Ich will gerne dahin gehen. Das will ich jetzt sofort machen. Aber es ist auch noch die Frage, wie lange ist das her? Dieser Flugzeugabsturz. Ich hoffe, es ist noch was da. So. Das wäre echt schön. Okay, bald Vertrauensscheiße 2. Nicht mehr viel. Ja, das sehe ich schon. Wir müssen hier ein bisschen rumfahren. Bis was kommt. Alles klar. Müssen das wieder tun. Ja, dann mal los. Mach auf. So, danke schön. Wir müssen Dinge sammeln. Okay, irgendwo hier. Da drüben. Hey, St. John, you there? Yes, Schizo, I'm here. Now that business we were talking about, it's gonna take me a bit. I gotta go check on security at the border with Iron Butte. Check on the Rippers there, if you know what I mean. Brauchst du nicht. Schizo, I've got a clue. Why don't you spell it out for me? Nice try, smartass. Remember, I'm going out on a limb here. Don't make me regret it. Anyway, I'll be in touch real soon. Meantime, make yourself useful around camp. Prove Iron Mike was right for a change. Ja, dann gib mir doch Aufträge. Sure, whatever you say. Whatever you say, St. John out. Hey, St. John, where you at, brother? I'm here, Schizo, but I'm not your goddamn brother. Hey, no skin off my nose. Just doing what I can to help you, bro. That business we discussed? Let's just say, you should head out that way now. Oh, you mean the border with the Rippers? Very funny. I meant no such thing. All I said was, if you were thinking about taking a ride, or what do you drifters like to call it, riding the open road, now would be a good time to do it. You got me? Yeah, Schizo, like always, I got you. St. John out. Na, ich hab's kapiert. Wo? Wo? Da hinten. Schleiche dich ins Rippergebiet. Hahaha, ich soll schleichen. Ja, nee, leck mich. Wer bringt die alle um? Okay, muss ich markieren. So, dankeschön. Gut, und das können wir noch schnell einsammeln, wenn wir schon da sind. Oder, nee, das zuerst. Wenn wir schon mal hier sind. So, na dann. Ja, wir brauchen auch Treibstoff. Haben kein Benzin mehr. Na, von wegen schleichen. Ich gehe einfach hin und baller einfach alle um. Ich baller die alle weg. Diese scheiß Ripper. Wir haben Krieg mit denen. Da ist nichts mit Schleichen. So. Ja, und der Mike ist auch nicht unser Aufpasser. Und hat uns auch nicht geschickt. So. Naja, ich höre schon. Kannst du durch die Tür? Hey, ich höre dich. Ja, was soll das denn? Ah, wirklich. Da willst du mit mir anlegen. Du willst dich mit mir anlegen. Ah, wo bist du denn? Komm schon, du Scheißwolf. Wo bist du hin? Wo bist du? Ach, da ist das Fadenkreuz. Mist. Ja, wieder weiß auf weiß. Ganz toll. Da hab ich es nicht gesehen. Hab dich. Scheiß Wolf. Wollte der sich anschleichen? Hey, ist ja noch einer? Ist hier noch einer?
Nicht. Okay. Doch, da ist noch einer. Shit. Warum kommen die immer so spät? One of the camps can use this. Ja, einer der Camps. Und da ist noch ein Fleischbeutel. Noch ein Fleischbeutel für uns. Schön. Ist da noch einer hier? Wir können Flasche gebrauchen. Können wir dann schön verkaufen. Und er bekommt sein Bart wieder, das ist gut. Dann ist es kein Bubi-Biker mehr. Na schön. Jetzt gehen wir hier looten. Was haben wir denn hier? Schachtel mit Nägel. Gut, da können wir was herstellen. So, wenigstens eins. Wir können das mitnehmen. So, okay. Da ist noch so ein Ding. Weg damit. Was haben wir denn hier? Hier ist nichts. Toll. Okay. Nichts Wertvolles. Können wir auch nichts mitnehmen. Ein Lappen. Richtig interessant. Okay, wie sah sie was das wohl? Da ist nichts mehr, nur noch Türen. Gut, dann gehen wir mal ein bisschen weiter. Wir brauchen Benzin. Zwischendurch. Das wäre schön. So. Okay. War es noch so weit weg? Ah, scheiß auf das Fragezeichen. Oh, du kommst wie gerufen. Was ist los? Okay, hier ist wieder eine Horde. Die Hordenmusik ist da. Okay. Aber wir haben leider keine Granaten. Das haben wir leider noch nicht. Und die haben auch leider immer noch keine Aufträge für uns. So. Keine Ahnung, wo die sind. Einmal reparieren. Können wir hier Sachen mitnehmen? Ah, perfekt. Das ist echt ein guter Abschleppwagen. Der hilft uns. Mit Ersatzteilen und so. Dankeschön. So. Und die. Helfen die uns? Ah, schön. Was ist los? Was soll die Scheiße denn? Was soll die Scheiße denn, hä? Wollt ihr mich verprügeln? Das ist ja süß. Das ist ja echt süß. Oh, war das niedlich. Das war echt niedlich. Oh, wie putzig. Ah, die haben sich bemüht. Wenigstens haben die sich bemüht. Das muss man schon ein bisschen anerkennen. Ein kleines bisschen. So. Tja. Ja, das war echt süß. Okay. Kommen die ernsthaft mit Nahkampfwaffen an. Und nichts anderem. Ist ein echter Witz. Okay, wir haben 18 Stück. Dann können wir hier noch ein bisschen reparieren. So. Gut. Ja, kannst vieles tun. So, und wir fahren. Wir fahren weg. Okay. Ja, Jäger. Was geht ab? So viele Jäger platt gemacht, so viel Fleisch. Hey, was ist hier mit? Hey, Fleisch. Oder stimmt, die haben nur Ohren. Stimmt. Da ist ein Gegner. Hat mich angegriffen, na warte. Blöder Penner. Toll. Kam noch einer nach. Ernsthaft. Und was ist hier für eine Markierung? Was geht denn hier ab? Okay. Noch ein Ohr, schön. Ja, was denn hier passiert? Was soll ich hier tun? What do we got?
Blut. Back on track. Ah. Wieder so etwas, okay, verstehe schon. Ich habe verstanden. Okay, aber wo sind die? Oder ist das der hier? Wird das hier markiert? Oder was wird hier markiert? Ach, okay, ein verletzter Reh. Das war hier. Das wird hier angezeigt. Ach so. Okay, interessant. Cool. Ja, okay, jetzt aber schnell weg vom Wasser. Bevor der trinkt. Denn darauf habe ich keinen Bock. Dankeschön. So, haben wir wieder gesammelt. Haben wieder was zu verkaufen. Und am liebsten habe ich das da. Okay, nice. Nice, nice. Dann mal ein bisschen weiter. Okay, da hinten hin. Da rechts. Alles klar, so. Ah, shit, vorsichtig. Okay, wenn ich schon mal hier bin. Pilz kann mit. Du kommst in die Sammlung. Pilz? Pilz ist verpackt. Der Pilz ist nicht da. Na toll. Verarschungspilz. Ganz toll. Okay. Tja, noch eine Macke, die das Spiel hat. Oh, das ist ein sehr kleiner Pilz. Ein sehr kleiner Pilz, den man nicht sieht. So, der kleinste Pilz der Welt. Okay. Sind die Leute da drin? Paar Ohren, schön. Schnapsbrennerhöhle. Okay, da gehe ich rein. Ich will Schnaps. Gebt mir Schnaps. Ich will Schnaps, 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 Schnaps. What did I hear Mike say? He said that all these caves, they formed when lava flows, they hardened on the outside, but the lava still flowed like buried rivers? Yeah, right. Crazy old son of a bitch. Okay. Hat das gesagt? Oh, another one of those micro recorders. Yeah, wonder what happened here. Fuel note 0988. I've cross-scanned all six medical bracelets, and we have a match. These are definitely the missing patients from the Farewell Jesus. Medical Center. Good thing they didn't take their bracelets off. Gonna be hard for their families to ID what's left of them. Thank you. Yes, thank you for your rigorous scientific observations. Can you go stand over there and point that somewhere else? I'm sorry, Lieutenant. It's just, why the hell would they stick together like this? How the hell they make it this far? Wearing nothing but these gowns. They're barefoot, for Christ's sake. Sergeant? And why the hell they come all the way back in here? I mean, how'd they even see what they were doing? Sergeant? It's just to tear themselves apart like this. It doesn't make any sense. I don't know. Let's just get them back to the lab. They've set up a mobile medical unit north of here near the Belknap Tunnel. Take them there. Okay. Come on. Let's get him out of here. Move it, people. Let's go. Good. Yeah. Jesus, I remember Sarah telling me about that. Should have paid more attention. We could have got out sooner. Okay, das hat sie gesagt. Interessant. Das hat sie also gesagt. Ah, das war gut von dir. Da bist du gut ausgewichen. Nice. Da hat es mir aber gegeben. Gut, den lasse ich in Ruhe. Der hat mich besiegt. So, da ziehen wir ab. Okay. Das war echt nicht schlecht von dem. Gut, da kommt jetzt das hier.